Ihr seht hier, wie Red den Computer programmiert, um zum nächsten Zielort zu kommen. 8, 6, 2, 8, oh. Ich habe das halt gerade ein bisschen 6, zu spät 2. ausgeblendet. Egal, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rapt. Wir suchen gerade die neue Insel. 900 Meter in die Richtung, da wo ein Stein ist. Perfekt. Ah, das wird geil jetzt, Alter. Leute, wir manövrieren jetzt hier erstmal weg und unterwegs erzählen wir euch ein paar geile Suff-Stories. Nein, Spaß. Ach, so, nee, wir. Keine Ahnung, ich glaube, das nächste Ziel ist so ein bisschen uns so die Motoren und so zu bauen, würde ich mal sagen. Guck mal, der Wind geht genau in die falsche Richtung. Das ist perfekt an der Zeit, die Motoren zu craften, Mike. Ich mach das mal, ich übernehme das mal, ja? Okay. Kannst du mal kurz wo zählen, wie viele von den Bodendingern wir hier haben? Ach, hier. Seh mal, wie groß unser Raft ist. Motor. Hallo. Hä? Seh mal bitte, wie viele von diesen Holzdingern wir haben. Ungefähr. Alter, jetzt habe ich wieder den Scheiß-Job erwischt. Nee, Leute, wie gesagt, das hier ist in dieser Folge die Motoren, ja wirklich, die Motoren zu bauen, zu kraften. Alter, 20 Holz kostet ein Motor. Ja, aber das ist ja easy, das ist eine gute Investition. Ich glaube, wir brauchen zwei Motoren, weil zwei, ein Motor zahlt 100 Dinger 4, an 100, 5, 6, 7, Alter, 5 Metallbarren, bei uns scheitert es einfach an Metall. 14 mal 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mal 14. Oh Gott, jetzt noch rechnen. Digga, das gibt 180. Nee, 108 eher. Ja, ich kann nicht rechnen. Das heißt, wir brauchen zwei Motoren, um zu fahren. Das ist gut. Also, das heißt, waren halt nur die Flächen, ne? Der Rest da rum und um habe ich jetzt nicht mehr. Ja, nach oben und so ist ja egal. Ja, ich dachte jetzt mehr an die Seite, an diesen. Ach so, das ist. Aber das wird ja nicht mehr sein. Meinst du, uns reichen zwei Motoren erstmal? Ja, bestimmt. Ich hoffe einfach. Muss reichen. Das ansonsten machen wir halt noch einen, so, ja. Ja, ist so. Komm, wir machen drei einfach. Weil wir einen Luxus haben. Ja, nee, okay, nee. Wir müssen nicht gleich übertreiben. Also machen wir drei, okay. Ja, drei passt. So, das heißt, drei passt ganz gut eigentlich, weil ich bin schon wieder am Verdursten, Mann. Ich bin. Drei passt ganz gut, weil ich bin schon wieder am Verdursten. Okay. Ja, ist mir gerade so auf. Metallbarren brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das brauchen wir. Dann brauchen wir 15 Seile. 15, so. Alter. Hackt es. Und dann brauchen wir 60 Planken. Drei Leiterplatten. Okay, ich habe alles. Warte. 1, 2, 3. Ich habe drei Motoren. Letzte gecraftet. Chance. Ah, aber ich muss noch kurz. Wollte ich sagen, Lenkrad brauchen wir auch noch sonst. Okay, oh, ja, nee. Perfekt. Mein Spiel. Oh Gott, Alter, ich habe nur das Steam Overlay geöffnet. Hat kurz geleckt. Dachte kurzzeitig, ich stürze ab. Ich habe auch ein Lenkrad. Ja, das geht ja voll fix. Ja. So, ich, oh Gott, sind die stimmt. Also ja, die gut, fett. Die ja, hier hinten würde ich sagen, hinter der Baumplantage, da sieht man die nicht so krass. Ja, aber wir müssen die absichern, dass der Heidi nicht wegpressen kann. Ja, platziere einfach mal eine. Wir können ja danach drumherum bauen. Wir haben ja im Moment genug Zeugs. Das hier richtig. Nee, das ist doof mit dem. Wir müssen. Mike, ich muss mal kurz was bauen. Okay. Dann guck ich hier mal unsere Pflanzen. So. Fällt dir auf, was ich gemacht habe? Nee, warte, ich muss kurz gucken, komm. Jetzt steht da so ein fetter Motor, natürlich. Nee, drei Stück, aber. Boah, also die sind wirklich fett, Alter. Digga, da gehen so viele Planken rein. Ich mache erstmal die alle mit Planken voll kurz. Wo ist denn das Lenkrad jetzt? Können wir die nicht so. Das ist noch nicht platziert. Warte mal. Ich muss die erstmal hier alle mit Planken, mit Treibstoff befüllen, mein Kind. Oh, hier warte mal, da können wir das auch so machen, dass wir endlich so fahren. Ah, scheiße. Wenn wir in die Richtung fahren. Wir können ja, scheiße. Wie können wir das machen, dass wir. Oh. Ja, dann platzieren wir das mal parallel. Nee, aber guck mal, überleg doch mal, wir können nicht so fahren, dass die Sammelnetze geradeaus sind. Hä, hey, wieso denn nicht? Ja, weil. Ach, das sind so Seitenpaddel. Ach, jetzt check ich das. Aber wir können ja die wieder wegnehmen, oder? Nee, dann sind aber die Planken raus und das ist doof. Ach, Digga, wegen diesen scheiß Planken, ey. Was wir machen können, ist unsere Flügel einfach so. Wenn wir, weißt du, wenn wir hier so einen Ring, also wenn wir hier so eine Reihe ranmachen. Könnten wir natürlich auch einfach noch. Hier ran noch eine bauen. Ich würde das nicht zusätzlich machen, sondern das einfach hier. Warte mal, wir machen das mal eben. Guck mal. Dann ist es auch nicht so freaking lang, Alter.
Mach du mal die Sammelnetze weg. Okay. Oh, ich bin runtergefallen. Digga, man hört die ganze Zeit trotzdem, wie irgendwas abreißt. Ja, ist so. Es ist wild. Okay, ich hab... Wow! Das war asozial himself. Beim himself, Alter, was laber ich schon wieder für eine Scheiße? Da ist eine fette Kiste gekommen. Bekomme ich die Gegenstände, wenn ich die... Nee, ich muss erst alles rausnehmen. Ne? Eigentlich schon, es ist so... Zumindest bekommen wir die Netze zurück. Früher war es doch mal so, wenn man irgendwas abgebaut hat, hat man das nicht zurückbekommen. Oder nur so ein Teil davon. Aber warte mal, guck mal. Wir müssen doch... Warte mal, guck mal, ich habe eine Idee. Wir müssen das ja nicht Kiste. So bauen. Warte mal, guck mal. Ah, nee, warte mal. Ich soll das lieber von hinten machen. Nicht, dass es einfach alles abreißt jetzt und ich nichts kriege. Jetzt baue ich weißt die einfach hier ran, an die Länge. Oder? Warte mal, nein. Warte mal, warte mal. Okay. Ich habe eine Idee. Ich watschel wieder rum, das ist lustig. Okay, dann esse ich noch kurz eine Ananas sein. Eine Ananas? Ananas und öffne noch kurz ein bisschen Pakete, weil es wieder war Weihnachten, Leute. War schon wieder Malerei. Alter, Malerei. Ein Tisch haben wir auch schon. Und Tisch. Ja, aber es sind immer verschiedene Tische, glaube ich, oder? Da waren jetzt zwei verschiedene, ja. Aber bringt jetzt halt auch nicht so viel. Komm mal her. Okay. Alter, was ist denn mit meinem WhatsApp los, Alter? What the fuck? Digga, der hat hier neben dem Motor was gefressen. Du, geh mal weg. So. Guck mal, wir machen das nämlich jetzt hier so hier. Weil wir brauchen die ja nur auf einer Seite dran, ja? Und jetzt mache ich einfach noch hier so. Hä? Achso, ich dachte. Also ich habe kein Holz mehr. Ja, scheiße. Ich brauche mehr Holz. Aber das Gute ist, wir haben jetzt noch ein paar Sammelnetze zum... Eigentlich für so... Ersatz, meine ich. Digga, die hat auch hier was gefressen. Wir brauchen noch ein Sammelnetz, Mike. Ja. Ich hab die gerade verloren. Alle falsch rum hingemacht, guck mal. Das hier ist falsch rum. Nein, das ist doch richtig rum, weil wir fahren ja in die Richtung. Ja, das macht keinen Unterschied. Dann drehen wir es um. Warte mal. Nee, jetzt. Oh! Was machen wir denn jetzt? Okay. So rum. Oh, ich bin. Ach, es gibt ein Loch in diesem Scheißraft und ich fall durch. Mein Gott. Ah! Ich find's auch geil, wie wir immer so richtig dramatisch schreien, wenn wir runterfallen, obwohl einfach nichts passiert. Na doch, ich bin sehr runtergefallen. Ja, aber es ist ja nicht schlimm. Viking, wir haben keine Planken mehr. Und kein Kunststoff. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe ca. 60 neue Boden gebaut. Okay, Digga. Okay, Digga. Guck mal, können wir unser Lenkrad hier oben hin machen, wenn die Motoren da unten sind? Es wäre richtig geil. Geht. Ja, geht das? Oh mein Gott, wie geil. Ja, guck mal, wir lenken. Oh mein Gott. Ich mach mal die Motoren an, Alter. Mach die Motoren an, Mike. Wir fahren. Ich schmeiß die. Ah, ne, warte, das war die Richtung. Ich schmeiß die. Warte mal, ja, das ist der richtige Richtung. Falsche Richtung, Mike. Du hast die Richtung richtig. Ja, so war sie richtig. Wir machen. Ach so, einschalten. Ich bin jetzt hier der Schaffner, oder wie man das nennt. Guck mal, die drehen sich, das heißt, wir haben genügend. Alter, was passiert, wenn ich da reinlaufe? Gehe ich dann tot? Oh shit, die haben... Oh, scheiße, ich bin's... Digga, kann sein, dass wir wieder Kreis haben. Ah, ne, doch nicht. Oh, man rennt, wie sie... Oh Gott, ich bekomme Damage hier, Hilfe. Aua, ich will raus hier, danke. Digga, wie ich durch die Zahnräder hochgekommen bin, wie ein absoluter Profi. Also, wir fahren jetzt genau nach da. Das ist richtig behindert, so das zu haben, dass man da erst mal denken muss, wie ein Pferd, Alter. Aber fahren wir richtig? Warten wir noch ein Stück? Ja, gleich. Ich hoffe, unsere Planken reichen, um bis dahin zu kommen, ja. Wir können ja, aber nicht mehr gut, nach. Den Rest können wir auch mit segeln. Ja, aber der Wind geht genau in die falsche Richtung. Das heißt, wir sind quasi gezwungen, mit Motoren zu fahren. Weil der Wind in die falsche Richtung geht. Ist eigentlich schon. Ey, guck mal, wie schnell das geht, ne?
89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 83. Ja, es ist halt ein Motor, was erwartest du? Aber wir fahren nochmal an der Yacht vorbei, ne? Ach nee. Die scheiß Horror-Yacht. Leute, schaut die Folge bei mir und Red an. War wirklich ein Horror. Nacht und Yacht. Okay. Digga, ist ja cool. Jetzt haben wir Motoren, Digga. Mein King, wir haben es erreicht im Leben. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Mega cool. Ich bin ja ein bisschen am Kochen. Ja, unsere Vorräte ein bisschen auffüllen. Und dann grill ich hier noch so ein bisschen. Ach so, scheiße, wir haben ja keine Planken mehr. Warte mal, ich kann neue machen. Ja, doch, warte, hier, du kannst neue machen. Hier haben wir wieder relativ viele Planken. Ich hab meine gerade ja wieder da reingetan. Ah, okay, chill. Digga, guck mal, wie viel Metall wir haben. Ist ja geil. Kosch wie Schrott. Das ist aber wirklich geil. Als ob. Was? War es das schon? Keine Planken mehr. Jeder Motor hat keine Planken mehr. Nein, die zwei von denen haben noch richtig viel, aber der eine hat gar keinen mehr, deswegen. Wir brauchen drei Motoren, weil wir über 200 von diesen Bödenplatten haben. Und der eine hatte nur irgendwie ganz wenig drin. Alter, wir haben aber 200 Bodenplatten, Alter. So, ich habe die 20 Planken, die wieder in der Kiste waren, wieder ausgegeben. Voll. So, wir sind hier richtig nachhaltig unterwegs. Ja, wir verholzen halt Planken. Wir verholzen Planken. Naja, ja. Basically. Ich geh schlafen, tschüss. Tschüss. Ich bin gleich wieder da. Okay. Was, jetzt verpisst er sich einfach. Hat er wahrscheinlich sein Headset aber wieder an, dass er mich hört. Dass er weiß, was ich sage. Okay. Ach, scheiße. Okay. Ja, ich hab kein Wort verstanden. Wie? Joa, grillen hier. Oh, wir können Ananas. Wieso haben wir eigentlich jetzt hier nur noch einen Samen? Alter, was ist denn hier schief gegangen? Ich muss aber erstmal hier noch ganz kurz mein Wasser füllen. Ich kann sogar mit dir reden, wenn ich in der Küche bin. Oh mein Gott, die Qualität. Ich habe ein Headset-Mikrofon. Hallo! Die Qualität ist absolut scheiße. Ja, das ist halt mein Headset-Mikrofon. Also wir steuern gleich auf das Schiff zu, ne? Oder auf die Horror-Yacht. Ich komm wieder, warte. Run. So. Hallo meine Damen und Herren, heute fliegen wir von München nach Düsseldorf. Ne, fahren wir, du musst Kapitän machen, Alter. Du hörst mich jetzt wieder besser. Ja, aber. Nee. Nö. Aber wir fahren doch da dran vorbei. Naja, nicht ganz. Wollte sagen, hä? Wir fahren einfach so. Also wenn du mitten drauf meinst, daran vorbei, dann ja. Mein King, komm mal her. Boah, guck mal, wie effektiv die Sammelnetze jetzt sind, ne? Alter. Ja, stimmt. Stimmt, die sind jetzt natürlich ultras effektiv. So effektiv, ne? Wir kriegen die Planken nie wieder rein, aber das passt. Mein King, du musst mir mal helfen, komm mal schnell her. Oder ich hab hier zu tun. Ich bin hier da haben. Fett am Kuh. Ja, hä? Das ist mein Fass. Das ist auch mein Fass. Oh, nein! Nein! Oh Gott. Du hast einen Haken. Ja, ich komme nicht mehr auf zurück aufs Schiff. Ach so. Ja, doch, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Alter. Ich weiß nicht, was lacht mich ja in Wornfisch schon wieder aus. Ja, zu Recht. Ja, nee. Ich finde Wolfi eigentlich recht asozial. Ja. Schön für dich. Ja. Schön, ja. Wir sind jetzt dran vorbei und jetzt müssen wir wieder so ein Stück nach links. Guck mal, ich kann einfach das Lenkrad so gedreht lassen, einfach mit Konstanz und einen Bogen. Auch wenn ich gar nicht mehr da bin. Ja, ist halt ein Lenkrad, ne? Also. Ah, scheiße, ich treffe das Lenkrad nicht mehr. Die Maus geht auch so richtig dumm hinterher, ne? Also deine Sichtweise ändert sich auch, wenn du dich drehst, ne? Das du ist bleibst geil. Halt stehen und alles um dich herum bewegt sich, ergibt Sinn, ne? Ey Leute, wieso ist das jetzt plötzlich da? Das bewegt sich. Bruder, du fährst. Ah ne, jetzt nicht mehr, okay. Haben nichts gesagt. Ich war genau richtig, du alles Ding. Leute, du hast ein Kokosnusshähnchen gekocht? Geil. Nee, das habe ich auf der Yacht bekommen. Also. Boah, ich dachte schon, du hast dir mal richtig Mühe gegeben. Aber das können wir gar nicht machen, weil wir keine Kokosnüsse. Ja, das. Die wurden ja alle zu Smoothies verarbeitet. So, ich bin gleich wieder da. Okay, hast du jetzt eine Hesse wieder dabei? Spaß. Oh.
Alter, wir haben richtig viel Mango. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen Mangos essen. Wobei, können wir mit denen nicht kochen? Aber ich kann jetzt nicht lesen, weil es so dunkel ist. Ja, bestimmt. Alter, die Sammelnetze sind wirklich geil jetzt. Die machen wirklich, also, ne? Boah, da ist wieder lecker Essen. Wieso kommentiere ich... Ah ne, das ist ja meine Folge. Ich wollte gerade sagen, wieso kommentiere ich rette seine Folge, aber es ist ja meine Folge. Plot Twist. Und ich bin wieder ein paar Hungern. So. Doch, Wolfi, ich hab dich aber gehört. So ganz leise. Ja. Willst du... Oh Gott, Alter. Was ist denn das jetzt? Scheiße, ich bin vom Raff, ich habe ein Problem. Warte, aua, nee, jetzt ist gerade ungünstiger Zeitpunkt, bitte, das reicht. Oh, hat er gereicht, Alter. Ich weiß, genau, das ich hab das gehört, wie Mike gesagt so. Hat, Wolfi hat irgendwas gesagt. Ja, ich hab's aber leider nicht ganz richtig gut verstanden. Ja. Ach, mal Armholfen. Oh, ich hätte gerade einen nachzustellen, du nicht aufgegessen hast. So, Leute, mit diesem brutzelnden Kochtopf hier und rettet der. Oh, jetzt ist er fertig. Und rettet der hier auch gerade was wegschallert. Der brutzelt nicht, der Topf, Alter. Mann, lass mich doch in meiner Fantasie leben. Ja, dann blubbert der halt. Der kocht, ja. Naja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder Abo da. Schaut unbedingt in die Playlist rein. Das ist nämlich sehr cool. Schaut bei Red vorbei. In der nächsten Folge werdet ihr dort finden. Ja. Balboa. Ist das, Alter. Stimmt, dann werden wir dort sein. Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Oh Gott, Alter, was machen wir denn jetzt hier?